Wir befinden uns gerade in einer kleinen Andachtsreihe zum Thema Gott will dich leiten und schauen uns in verschiedenen Andachten jetzt an, wie Gott leitet. Wir haben bisher festgehalten, Gott will uns leiten. Wir haben bisher festgehalten, Gott leitet durch sein Wort und Gott leitet durch Gebet. Heute möchte ich einen dritten Aspekt weitergeben, und zwar Gott leitet durch Lebensumstände. Ich musste an Römer 1, Vers 10 denken. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, dass er dafür betet, dass es sich einmal fügt durch den Willen Gottes, dass er zu ihnen kommen kann. Also Fügung und Wille Gottes, die beiden Dinge hat Paulus auch verknüpft. Ja, er würde den Willen Gottes darin erkennen, dass die Umstände sich so fügen, dass er nach Rom kommen kann. Und genau darum geht es heute. Gott will uns führen durch Lebensumstände. Und ich möchte da aber einen alttestamentlichen Text nehmen als Illustration. Das ist die Geschichte von Ruth. Ruth, wie sie auf das Feld von Boas kommt. Da möchte ich aus Ruth Kapitel 2 einmal die Verse 1 bis 3 lesen. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Ein ganz interessanter Text. Ganz am Anfang in Vers 1 wird Boas vorgestellt, in welcher Beziehung er zu Naomi steht und der ganzen Familie. In Vers 2 sehen wir eine Ruth, die keine Schrift an der Wand gesehen hat, sondern einfach mal die Initiative ergreift und sagt, ich will jetzt aufs Feld gehen und mal gucken, wo ich Gnade finde, wo ich die Möglichkeiten habe, Ehren aufzusammeln. Und dann heißt es in Vers 3, sie traf zufällig das Feldstück des Boas. Also wenn wir das Buch Ruth insgesamt lesen, dann stellen wir fest, dass dieses zufällig hier natürlich ein zufällig mit Anführungsstrichen ist. Ja, es ist ein göttlicher Zufall, nicht im Sinne eines Zufalls, wie wir ihn schon mal verstehen, sondern natürlich steckt Gott hier hinter und wie er die Dinge zusammenführt. Er hat das Leid von Naomi und Ruth gesehen und führt Ruth jetzt genau auf das Feldstück des Lösers, auf das Feldstück von Boas. Und so führt Gott durch Lebensumstände. Das ist der Punkt, den ich euch heute weitergeben möchte. Natürlich ist das ein Punkt, der auch immer im Lichte der Schrift beurteilt werden muss. Ja, es gibt verschiedene Lebensumstände und nicht alle kommen von Gott. Ja, Paulus, der konnte das unterscheiden. Manchmal sagt er, ja, Gott hat jetzt hier eine Tür geöffnet. Dann sagt Paulus manchmal, ja, Satan hat uns jetzt hier gehindert, das zu tun. Also er konnte die Lebensumstände gut einordnen. Ich würde mir das manchmal wünschen, so klar wie Paulus auch tun zu können. Aber Fakt ist, aus Römer 1, Vers 10, aber eben auch hier aus Ruth, Kapitel 2, können wir sehen, dass Gott Lebensumstände benutzt und Fügungen, um uns eben auch zu führen und seinen Willen kundzutun. Und ich möchte dich einladen und auch ermutigen, achte auf deine Lebensumstände. Achte auf die Umstände in deinem Leben und stell dir mal die Frage, warum ist das gerade so? Hat Gott damit vielleicht etwas vor? Fakt ist ja, Gott ist souverän. Und die Dinge, die passieren ja nicht einfach so, sondern Gott hat immer alles in der Hand. Und er führt uns auch durch unser Leben. Wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, dann stell dir auch mal die Frage, wie hat Gott dich bisher geführt? Ja, wie ist dein Leben bisher verlaufen? Welche Gaben hat er dir gegeben? Das ist ja so eine ganze Konstellation an Umständen, die da und an Gegebenheiten, die ja dann manchmal uns auch die Sicherheit geben, ja, da passt jetzt alles zusammen. Gott hat eins zum anderen gefügt und deswegen können wir jetzt diesen Schritt gehen. Es entspricht den biblischen Prinzipien. Wir haben dafür gebetet und die Umstände, darum geht es ja heute in der Andacht, und die Umstände passen einfach zusammen und deswegen nehmen wir das jetzt so an, dass das der Wille Gottes ist und gehen diesen Schritt. Bei uns war das ein Stück weit so, als wir uns für ein Pflegekind entschieden haben. Da hat einfach so viel zusammengepasst. Die Gegebenheiten in unserem Leben, die Führung Gottes, wie er uns Dinge auch aufs Herz gelegt hat durch einen längeren Prozess. Und dann eben auch, ja, dass,
dass das alles so gut mit dem Jugendamt geklappt hat. So kann man Führungen erkennen durch die Lebensumstände, die dann auch einfach mal wirklich zusammenpassen. Ich möchte aber auch das Ganze nicht nur auf große Entscheidungen, auf strategische Entscheidungen beziehen, sondern auch auf unseren Alltag. Wenn heute ein Arbeitskollege auf dich zukommt und das Gespräch will, vielleicht ist das so eine offene Tür, wo Gott dich ganz bewusst führt durch die Umstände. Manchmal lässt Gott in unserem Leben sogar negative Dinge passieren, um damit etwas Gutes zu bezwecken. Ja, da bist du im Krankenhaus, aber genau dein Zimmernachbar ist so offen für das Evangelium. Und hier leitet Gott dich durch die Umstände und will dich gebrauchen. Insofern möchte ich uns heute auch nochmal daran erinnern, dass wir auf unsere Lebensumstände achten, dass wir sie ganz bewusst mal analysieren, wie führt Gott uns hier vielleicht in einer ganz konkreten Situation. Weil Fakt ist, Gott offenbart uns seinen Willen, er leitet uns durch Lebensumstände. Achtet darauf.